Hey und hallo zu Enya und den Errungenschaften in Sims 4 und ich habe jetzt irgendwie gesagt, also ich habe gesagt, sie soll Obst verkaufen und sie stellt jetzt ihr Obst aus hier und mal gucken, ob hier irgendjemand kommt oder erscheint. Vielleicht kommt Melanie auch. Warum läuft sie wieder weg? Ach, sie läuft zu den Typen und was macht sie mit ihm? Sie plaudert mit ihm irgendwelche Herzen und jetzt lustige Geschichte erzählen. Also, was ich jetzt hier ohne Angst mal vorführen kann, also sie hat hier diese Obstdinger und irgendwie bin ich auch der Meinung, warte mal, also Stand bedienen, Stand abräumen, Inventar anzeigen, Objekte in Greif zu, die werden, ich habe also 4 Erdbeeren, dachte ich, das werden 4 und 4 mal diese Löwenmöllchen, naja gut, sieht man aber hier Objekte in Greif zu nicht mehr. So, und jetzt machen wir mal eins, wir müssen das ja irgendwie verkaufen. Achso, sie kann doch diesen Stand bedienen. Wo ist sie denn jetzt hingelaufen? Aus meinem Bild. Da vorne sitzt sie. Okay, jetzt kommt sie und dann kann sie den Stand bedienen. Und ich hoffe, dass Melanie uns auch noch ein bisschen was abkauft. Ah, sie muss ausrufen. Na los. Und sie kann bestimmt auch Straßenverkauf beginnen, Preise erhöhen. Los. Erhöhe mal die Preise. Ach, was weiß ich, wir haben 0%. Los, machen wir 50% und... Ach, ihr verkauft den Quatsch. Da. Wer ist denn das? Aisha Jaffik. Oh Mann, los, Carrie. Vielleicht kauft sie uns was ab. Stand bedienen und dann quatscht sie mit diesem Typen hier, mit Kengo plaudern. Aha, okay, sie kommt. Nein, sie geht weiter. Mm. Straßenverkauf beginnen. Also, ich weiß nicht. Irgendwie. Jetzt steht der hier. Preise erhöhen, Stand abräumen und so weiter und so fort. Hört aber auf mit ihm zu quatschen. Führ doch mal ein Verkaufsgespräch mit dem da. Das ist irgendwie wahrscheinlich ein bisschen schlauer. Kick mal, hier drüben läuft Alina und... Genau. Noch leben sie beide in diesem Fall. Und den musst du auch was... Verkaufsgespräch geht nicht mehr. Die quatscht hier nochmal voll. Freundlich vorstellen, grob vorstellen, kokett und so weiter. Nein, Verkaufsgespräch. Vielleicht wirst du mal mehr. Er geht drauf ein, unterhält sich mit ihr. Also irgendeinen Balken hat sie auch gehabt, irgendein Level. Oh, ist ja wieder weg, sie ist wieder abgehauen. Ich glaube, der hat auch Kohle. Hier drüben ist Sunshine, die ist auch Millionär. Hier bei uns im... Was hat sie denn jetzt gemacht? Oh, liegt noch alt auf dem Tisch. 4 Erdbeeren und 4 Löwenmäulchen. Vielleicht können wir uns mal mit Sunshine unterhalten. Sie läuft auch dauernd weg. Inventarpreise, Stand abräumen. Hartnäckige Kundschaft, würde ich sagen. Oder müssen wir jetzt hier auf irgendwas... Erdbeere, wenn ich das antippe? Wer ist denn das? Kailin Ghost. Aber vielleicht können wir hier eben doch mal... Los, vielleicht muss ich mehrere Gespräche führen. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwie muss doch einer mal zu mir sagen, kauf mir doch mal was ab. Oder verkauf mir doch mal was. Ich kann mich auch mal freundlich vorstellen. Wie gesagt, der Typ hat Kohle. Winkt, verhalten. Alle machen diese Bewegung von wegen, sie stecken sich was ein, aber... Bitten Sammelobjekte. Inya besitzt keine erforderlichen Tauschobjekte.
Und jetzt kann ich auch keine Verkaufsgespräche mehr führen. Über den Weltfrieden kann ich mit denen quatschen. Oder ist es freundlich? Nee, freundlich ist es nicht. Oh, das ist ja blöd. Außer Melanie. Ne, ach, den. Was, Melanie einen Wohnungsschlüssel geben? Nee. Da hinten läuft Alice. Komplimente kann ich machen, Verkaufsgespräche führen. Ich würde auch mal gerne was verkaufen. Stadtführer kann ich lesen und singen üben. Also auf den Obst kann ich nicht klicken, aber auf den Tisch. Preise erhöhen, Stand abräumen, ausstellen. Im Invent. Ach so, vielleicht ist. Also ich räume mal ab, denn ich glaube, mit dem Obst, das ist nicht so das Richtige. Und Sessel kaufen will ich eigentlich auch nicht. Eine Lampe habe ich schon gekauft. Ich kann mich damit einigen Sims unterhalten. Sie zum Beispiel hier. Wir kennen sie auch. Mach mal einen Polizistenwitz. Hast du abgeräumt? Ja, hab ich. Okay, alt wieder zurück. Da unterhalten wir uns ein bisschen mit Alice. Da hinten läuft Dashi. Hätte er wenigstens mal Hallo sagen können. Ist sie doch, oder? Na klar. Wieso quatscht ihr eigentlich die ganze Zeit mit uns? 18 Uhr ist, glaube ich, der Flohmarkt zu Ende. Wenn ich's. Deswegen sind die alle abgehauen. Kann ich diesen Wirbelfrosch auch mitnehmen? Nö. Ich kann den Stand bedienen. Stand abräumen. Okay. Den nicht. Tischlampe für Kinder kann ich kaufen. Hier von. Ach, ihr hat noch nicht beendet. Und der andere ist schon. Guck mal, jetzt sind die Stände auch leer. Oh, stopp mal, jetzt ist Alice abgehauen. Das ist ja blöd. Und den Stand abräumen kann ich dann doch nicht. Das geht also jetzt irgendwie nicht. Wird sie langsam müde? Außer, nee, dreckig wird sie. Ruf sie mal herbei. Ich will, dass sie mal da bleibt. Denn das hätte unsere Freundin sein können. Nummer 8. Ach, er holt jetzt seine Frösche ab. Naja. Und Melanie, ist die auch eine Freundin von uns? Kannst du dich mit mehreren unterhalten? Verschöne ihr auch mal einen Tag? Mit dir verstehen wir uns richtig gut. Eine dramatische Geschichte erzählen und Melanie erzählen wir ohne irgendwas. Ihr schmeicheln will ein bisschen. Okay. Und überfüttert es. Jetzt ist sogar der Tisch weg. Ah! Verstehe. Der Flohmarkt ist vorbei, also ist alles wir. Oh, guck mal, der wühlt im Müll. Hat er was gefunden? Das machen wir auch gleich. Okay, vielleicht können wir den einen oder anderen nochmal anrufen. Ich gehe mal hier hin und hier. Nee, hier ist. Kein frischer Müll. Wirft das mal weg. In der Karaoke-Bar findet ein Karaoke-Wettbewerb statt. Sims können ihre Singfische. Ich dachte, du gehst mal im Mülleimer wühlen. Guck mal, jetzt geht es nämlich. Ja, Sims können ihre Singfähigkeit unter Beweis stellen, wie dazu bei Karaoke, Wettbewerb und so weiter, vermutlich. Ja, singen an einer beliebten Karaoke-Maschine im Gebäude und so weiter. Na gut, bis 23 Uhr, irgendwie ist sie ja auch nicht so müde. Du musst vorher zum Singen antreten. Na gut. Hat sie was gefunden? Jetzt habe ich die Singmeldung hier. Aus den Tiefen des Mülls hat Enya folgendes geborgen. Ein gewöhnliches Tuning-Teil. Okay. Und natürlich ist sie jetzt stinkig.
Okay, mach mal Folgendes. Gut, ab nach Hause. Und da sind noch ein Haufen Mülleimer, die hätten sie alle durchwühlen können. Naja, bloß wenn wir überall Tuning-Teile rausholen. Wer weiß. Was ist los mit der Tafel? Übrigens, ja, die Tafel leuchtet hier. Warum auch immer, jetzt hat sie aufgehört zu leuchten. Gut, ernten tun wir bestimmt oft genug noch, bis wir dann irgendwann mal auch, ja, ist das, ich kann nicht Ableger nehmen und sowas als. So, los, also jetzt erstens. Erfrischende Dusche nehmen. Ach, guck mal, mit dem leutseligen Lokus sind wir schon fast gut befreundet. So, unterhalten wir uns mal mit dem Freund und freundliches Geplauder, das kann nur von Vorteil sein. Und duschen ist alles okay. Und dann wollte ich gleich hier aus dem Inventar, wollte ich nämlich alt verkaufen. Das Tuning-Teil, das ist, was sie gefunden hat, 10 Simoleons und 70 Erdbeeren, 340 und dann irgendwie Löwenmäulchen. Na, kick mal, die sind genauso teuer, aber nicht mal die Hälfte. Und? Cool, macht sie denn eigentlich mit dem Klo Charisma oder wie? Zumindest hat sie sozial. Und? Steigt das noch ein bisschen? Übrigens, was ich mal zeigen wollte, habe ich beim letzten Mal nicht vorgestellt. Ich glaube, eigentlich habe ich gedacht, sie kennt das Klo noch. Aber es ist dann doch nicht so. Doch, sag doch, sie kennt das Klo. Hier unten? Bei allen Sims, die sie kennengelernt hat, hat sie auch das Klo. Hat sie einen Beziehungsbalken. Aber sie kann leider sich nur unterhalten, verbessern. Verbessern, was haben wir eigentlich bei Geschicklichkeit? Gartenarbeit, Geschicklichkeit, Level 2. Gut, Penny Pizzas ruft an. Nö, ich will jetzt nicht von... Was will sie? Ich habe gehört, dass im Club gerade eine tolle Party steckt. Wir wollen hingehen und so weiter. Nee, wir wollen nicht hingehen, denn ich bestehe heute noch in die Karaoke-Bar. Um da hinzukommen, muss ich aber vorher was irgendwie nochmal essen. Jans Flugs. Tofu-Tacos. Genau. Gut, backen. Naja, ich sag mal, backen lohnt sich jetzt nicht. Die Zeit haben wir einfach nicht. Wir wollen aber in die Karaoke-Bar. Und wenn wir dann nämlich mal Zeit finden, dann... Oh, guck mal, der Balken mit dem Klo ist richtig gestiegen. Das freut mich so ungemein. Nur ist mal, wie lange geht das? Ich glaube, stand das hier oben nicht irgendwo? Karaoke bis 23 Uhr, das können wir uns auch richtig sparen, würde ich mal sagen. Da hätten wir auch mit Penny Pizzas weggehen können und... Ach so, wisst ihr, was ich mal probieren wollte, ob man dieses Klo, kann man das eigentlich auch anrufen? Nee, kann man gar nichts. Oh. Jetzt, sie kann ich wenigstens anrufen. Na, das Klo kann ich natürlich nicht anrufen auf ein Grundstück. Mit ihm abhängen ist auch ein bisschen Quatsch. So, was zeigen hier? Dashi habe ich hier noch und dann wollte ich eigentlich, ja, aber ich kann Alice nochmal anrufen, aber um 23 Uhr. Sollte ich ihr vielleicht lieber eine SMS schicken? Okay, dann verschickst du hier mal lieber auch nochmal eine SMS, ehe die sich alle beschweren. Gut, dann räumen wir jetzt mal ab und dann muss ich mal sehen, heute ist Sonntag, morgen ist Montag, das heißt, sie muss dann irgendwann mal wieder arbeiten gehen. Und Schachspielen hat sie auch abgeschlossen, das sieht den Haken nach einer Beförderung aus. Spaß hat sie keinen mehr.
Geld haben wir auch, Jens. Übrigens habe ich schon hin und her überlegt, ob ich hier irgendwie die Wand wegnehme. Eigentlich können wir auch alle Wände wegnehmen. Okay, wir machen nochmal eine Runde Garten. Sehe gerade. Nein. Bewässern und hier hinten stand auch irgendwann eine Käfermachze. Okay, machen wir noch. Ach so, hier wollte ich noch weiterentwickeln. Naja, ein bisschen schneller und dann. So, weiterentwickelt und. Wer ist das? Manuel, wo kommt Manuel her, mit dem sie planen möchte, frage ich mich gerade. Heißt die Pflanze Manuel? Nö. Okay, Manuel, weiß ich nicht, wer das ist. Irgendwo. Was tut sie? Enya. Ich krieg ja Angst. Sie rennt irgendwo auf die Straße und quatscht fremde Männer an. Die komische Bewegung und weg ist er auch. Oh Gott. Na gut, geh mal schön schlafen. Hier ist noch einer. Wer ist denn das? Was? Jacqueline. Okay. Wird schon irgendwie sein. Und jetzt ist ihn ja schlafen gegangen. Und das ist unser Zeichen eigentlich. Denn ich sage mal, schön, dass ihr da gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Schreibt mir in die Kommentare und lasst es gut gehen. Tschüss. Again.